Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch das hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Ist kostenlos und verpasst ja keine Videos mehr. Lasst auch gerne eine Bewertung auf dem Video da. Das wird mir auf jeden Fall zeigen, ob es euch gefällt oder ob es euch nicht gefällt. Allerdings, wenn es euch nicht gefällt, schreibt auch rein in die Kommentare, was ich vielleicht noch verbessern kann. Wäre auf jeden Fall super nice. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an. Und wir haben heute tatsächlich den ersten Weihnachtsskin drin. Ich glaube, der war auch seit jetzt fast einem Jahr nicht mehr drin. Also wahrscheinlich, ich glaube, letztes Mal war der irgendwie zu Weihnachten oder so relativ genau drin. Oder so am 15. Dezember in dem Dreh. Jetzt im Prinzip der erste Weihnachtsskin ist im Prinzip die weibliche Version vom Codename Elf Skin, der ja bisher immer noch nicht drin ist. Das heißt, seit 2 Jahren ist der andere schon nicht drin gewesen. Der kam hier auch erst in Season 7 rein. Macht jetzt den Einstieg in die Weihnachtsskins. Dann haben wir noch den Herbstkönigin-Skin. Finde ich eigentlich relativ coolen Skin. Dazu die Pilzprügel. Dann haben wir als nächstes noch den Geißel-Skin. Den Pest-Skin. Den Heroldstab, der reaktiv ist. Was genau steht hier aber nicht bei. Was genau daran reaktiv ist, steht hier nicht bei. Deshalb weiß ich das auch nicht genau. Und als letztes noch der Lampenlichtgleiter. Dann haben wir noch die Seeräuberin. In 2 verschiedenen Stilen. Nämlich einmal dem Standard. Und dann dem Stil ohne Augenklappe. Weil der Stil ohne Augenklappe, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr Verzierung hat, wie zum Beispiel hier um den Bauch nochmal so ein Tuch herum. Das Backpack kann man auch einmal als Schatztruhe und als Ankerkarte benutzen. Ist auf jeden Fall ganz cool, so ein Backpack 2 in einem. Dann Fernglas. War auch schon relativ lang nicht mehr im Shop drin, glaube ich. Dann noch am Wasser gebaut. Die Emoticle-Lackierung, dann noch die Rächerin, ist eigentlich auch ein ganz netter Skin. Und als letztes noch der Rückpaddler. Das war's dann mit dem Modding-Shop-Video, ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video, ciao.